Moin, ich bin der Carsten und heute schauen wir uns an das Aperture Amaranth 200X, was ich mir jetzt geholt habe, weil ich bisher immer nur mit Tageslichtlampen gearbeitet habe und dadurch ab und zu auf einige Probleme gestoßen sind. Welche das genau sein werden, werden wir in dem Video herausfinden. In erster Linie habe ich mir das Licht gekauft, weil ich bisher immer nur Tageslichtlampen hatte und letztens auf eine Situation gestoßen bin, wo ich Umgebungslicht hatte in dem Raum, wo ich gedreht habe, was halt typisch warmweiß war und konnte mit dem gar nicht arbeiten. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, vielleicht einfach mal mit einer Bicolor-Lampe zu arbeiten. Werden wir uns nochmal anschauen, wie sich es verhält gegen meine vorhandene Lampe, nämlich die Godox SL150. Und dann schauen wir mal. Wie gerade eben schon erwähnt, werden wir uns erstmal das gute Stück anpacken, das auspacken und da ist das gute Stück. Wie gesagt, am Anfang, wo ich begonnen habe, mir neue Lampen zu kaufen, war es in erster Linie immer so gewesen, dass ich dachte, ich muss mir Tageslichtlampen kaufen. Und habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass es auch die Möglichkeit besteht, vorhandenes Licht zu benutzen. So, mal gucken, hier ein paar coole Sticker. Anleitung, ein Reflektor, Stromkabel mit dem dazugehörigen Netzteil, ein anscheinend viel zu kurzes Stromkabel. Okay, ich glaube, das kommt direkt in den Schrank. Und zu guter Letzt das Licht. Ich bin ehrlich, es ist verflucht klein. So, hier vorne, wo haben wir den hier eigentlich? Ah, hier haben wir den Slot. Hier sieht man auch hier gut, wie die Bicolor-Streifen verlaufen. Bei den teureren Lampen ist das ja ein wenig versetzt. Das hat man jetzt in der günstigeren Serie nicht. Das heißt, soweit ich was mit Fernellen und Spots lässt sich mit dem Licht nicht so gut arbeiten, aber dafür kostet es auch gut ein Drittel von der 300D und es ist wirklich sowas vom Verfluch klein. Fühlt sich das Köpfix gut an. Auf alle Fälle stufenlos. Also ich weiß nicht, ob jemand von euch die Godox SL60 kennt. Die ist gerade hier rechts an der Seite bei mir. Selbst die ist größer als das und da haben die halt so gewisse Stufen, die ihr mal abdecken könnt. Ich zeige euch mal zum Vergleich. Ich habe die schon mal rausgebracht hier. Der Oschi hier ist das SL150 WMK2, eine reine Tageslichtlampe von Godox. Ich sag mal, den Größenvergleich sieht man extrem. Liegt in erster Linie daran, dass das Netzteil bei dem Godox hier mit drin verbaut ist. Und vom Gewicht her ist es auch erheblich. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen, die können wir vielleicht da unten mal gleich einblenden. Erheblich leichter. Größter Nachteil bei dem Godox-Licht ist, wir haben im Endeffekt, gehen wir direkt mit einem Kaltegerätekabel rein. Das ist der Vorteil, dass ihr halt wirklich schnell ein längeres Kabel nehmen könnt, aber es ist nicht gelockt. Das heißt, es ist ultra schnell rauszuziehen. Dafür Vorteil her, wir haben jetzt hier ähnlich wie bei den höheren Aperture-Serien so einen U-Frame. Das heißt, das Ding geht einmal komplett rum. Nur nicht ganz. Und ich mag dieses Rasterungsprinzip bei der Lampe ein wenig mehr. Guck, ob man das überhaupt sieht. Gucken. Ich versuche es mal ein bisschen näher an die Licht zu halten. Wir haben jetzt hier so Kränze und dazwischen eine Gummischicht. Und wir werden nachher auch gleich nochmal drüben ins Zimmer gehen. Da werde ich die Wand als Reflektor benutzen. Und dann schauen wir mal, ob die kleine Aperture, die ja auf dem Papier mehr Watt hat, als Bicolor-Lampe heller oder genauso hell wird wie die reine Tageslichtlampe hier. Tendenziell haben ja Bicolor-Varianten immer so 20% bis 30% weniger Leistung. Also wenn ihr euch die hier als Tageslichtlampe-Variante holt, habt ihr auf alle Fälle einen deutlich höheren, was heißt einen deutlichen, 20% mehr Output ungefähr. Und das Schöne hier ist, Power über XLR und das Ganze wird gelockt. Das heißt, ihr habt hier eine kleine Sicherung mit dran. Guck, sieht man das? Hier so. Und dann könnt ihr die aktiv rausziehen.
Ich habe es bestimmt schon vorhin schon mal erwähnt. Also, der erste Grund, warum ich mich jetzt entschlossen habe, eine Bicolor-Lampe auszuprobieren. Ich muss dazu sagen, ich habe dazu noch nichts gefilmt. Das heißt, das Ganze ist jetzt auch nur so eine Kurzzeitgeschichte. Frisch auspacken, mal drüben kurz einen Test machen, aber jetzt nichts Langfristiges. Aber tendenziell wird es eins meiner Hauptprobleme lösen. Nämlich das Problem, was ich letztens auf dem Dreh hatte, dass ich, wenn ich vorhandenes Licht habe von der Location, was im Regelfall warm weiß ist, dass ich nicht zusätzlich mit meinen Kaltweißlampen beleuchten kann, die auf 5600 Kelvin aktuell laufen. Vielleicht möchte ich das aber ab und zu machen und sozusagen das Umgebungslicht nutzen beziehungsweise vielleicht kreativ arbeiten mit der Variante, dass ich halt eine Bicolor-Lampe habe und mit den Farbtemperaturen spielen kann. Was zusätzlich hinzukommt, ist, was ich vorher nicht gedacht hätte, ich habe mir, so wie ich auch wahrscheinlich vielleicht auch schon geguckt habe, mal online ein Video reingezogen, das ist klein. Das ist verflucht klein, also ich hätte damit nicht gerechnet. Ich denke mir, wenn ich das oben auf einen C-Stand platziere, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das hervorragend läuft. Das Einzige, was mir jetzt noch aufgefallen ist, das Plaste hier oben, also das Plaste hier so sieht eigentlich okay aus. Das hier sieht echt scheiße aus. Das fühlt sich echt nicht gut an. Ist zwar innen mit Metall gefüttert, aber ob das die Lösung ist, ich sag mal, bisher haben mich die Lampen bisher von Godox auch nicht enttäuscht, die auch primär aus Kunststoff sind. Gehen wir dann mal rüber zum Test. Kleiner Side-Fact, für alle, die vielleicht auch Sony A7S III, FX3 oder FX6-Nutzer sind und sozusagen von diesem zweiten ISO-Schaltkreis profitieren können, nämlich auf S-Log 3 auf 12.800, können wir drüben mal einen Test nochmal machen zusätzlich, wie groß der Unterschied für die Belichtung ist. Ich habe das schon mal gemacht. Es ist erheblich, wie viel weniger Licht man braucht, um auf dem zweiten nativen ISO filmen zu können und man vielleicht in manchen Situationen gar keine stärkeren Lampen braucht als diese hier. Jetzt werden wir mal die beiden Lichter gegen die Wand bouncen lassen und mal schauen, wie der Licht-Output-Unterschied ist. So, starten wir mal. Die Kamera steht genau links neben den beiden Lichtern und wir werden jetzt langsam anfangen von unten nach oben. Wir fangen an mit der Aperture und fangen an bei 10% und ich werde versuchen, immer meine Haut halbwegs vernünftig zu belichten und dann gucken wir mal, wie hoch wir mit der Blende kommen können. Gehen wir mal bei 0. Ich sehe natürlich nichts. Wir gehen jetzt so lange hoch, bis ich halbwegs sehe, dass ich... Okay, jetzt kriege ich auf der Nase die ersten Zebras. Wir sind bei 27%. Gehen jetzt mal auf 50% und blenden ein wenig ab. 3,5, 4,0, ja ungefähr. 4,0 müsste ungefähr hinkommen. Ganz vergessen, wir filmen auf der Sony A7S III mit einem 1/24 oder mit 24 oder 1/50 bei 24 Bildern pro Sekunde. Und auf der Base ISO bei S-Log 3 640. So, jetzt gehen wir auf 75% circa und blenden weiter ab. Das wäre in dem Fall Blende 5.0. Gehen wir hoch auf 100%. ist das, was wir rauskriegen können. Bei der Aperture. Im Anschluss werden wir nochmal ein kleines Experiment machen, beziehungsweise euch zeigen, wie cool es ist, mit der Sony A7S III oder FX3 zu arbeiten. Und da werden wir die Base ISO auf 12.800 mal setzen, damit ihr mal seht, wie viel ihr, wenn ihr, sag ich mal, dieses Licht voll kontrollieren könnt, rausholen könnt. Jetzt gehen wir mal rüber zu der Godox SL 150 Mark II. Und wir können ja mal anfangen, wir sind wieder bei den gleichen Einstellungen, fangen an bei F2.8 und gehen mal hoch, bis wir die ersten Zebras sehen. So, das wäre jetzt hier. Okay, interessant, sind wir bei 31%. Ich bin gespannt, wie der Bildunterschied dann im Endeffekt sein wird. Nicht wundern, dass ich immer nach rechts gucke, da ist nämlich mein Bildschirm.
So, wir gehen auf 50% und blenden dann so weit ab, wie wir können. Ungefähr so Blende 3,5. Jetzt gehen wir mal auf 75%. Sind wir jetzt bei einer Blende F4 gelandet. Und jetzt zum Abschluss nochmal 100%. So, irgendwas zwischen 5 und 5,6 müsste das sein. Ich bin ein wenig überrascht. Ich habe auch den Lüfter die ganze Zeit an. Mal gucken. Genau, jetzt ist der Lüfter aus. Lüfter an. Vom Gefühl her wirkte die Godox erst ein bisschen heller für mich. Aber rein von den Werten her, glaube ich, immer eine halbe Blende höher. Also viel ist es nicht. Aber dafür sind wir ein bisschen universeller unterwegs. So, und gucken wir uns das Ganze mal im Rechner an. Und dann gehen wir ab zum Fazit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nicey, spicy. So, kommen wir zum gerade angesprochenen Fazit. Also ich habe jetzt mittlerweile den größten Teil des Videos geschnitten und habe mir mal die ganzen Bilder angeguckt und ihr könnt mal hin und her spulen zwischen den einzelnen Szenen. Das SL150 ist auf alle Fälle deutlich kühler als die Aperture-Lampe. Das ist so das Erste, was mir ein bisschen aufgefallen ist. Fand ich jetzt nicht schlimm finde. Per se, sah auf beiden Aufnahmen meiner nach gut aus, kann man über den Weißabgleich im Nachhinein immer noch ein bisschen ändern. Beziehungsweise wenn man einen sauberen setzt vorm Drehen. Das, was ich ursprünglich mal gesagt habe, also das Ganze hier ist jetzt bisher nicht ansatzweise irgendwas von den Real-World-Test oder irgendwas, sondern ist ausgepackt und angekommen. Also ich wollte einfach mal so gehen, sehen, was geht. Es war spannend, bevor ich das Video aufgenommen habe, habe ich die Reflektoren, die beiden mit dem Bifurmagen sind draufgesetzt. Und da kam mir das Godox-Licht deutlich heller vor. Und für den Test habe ich ja beide Reflektoren abgenommen, sodass beide halt gleichmäßig spreizen auf den Raum, ohne dass sie irgendwie durch beeinflusst werden. Es war spannend zu sehen, dass halt im Endeffekt doch, obwohl ja das Aperture-Licht halt 50 Watt mehr hat als das Godox-Licht, aber Bicolor ist, im Endeffekt ein ganz klein bisschen mehr Output hat. Im Endeffekt ist es vom Output her ähnlich, aber ich finde die kleine Größe macht es halt echt, echt wett. Es kostet im Endeffekt nur, ich glaube, 60, 70 Euro mehr als die Godox-Variante und Steuerung per App ist entspannt. Dass man das Netzteil separat hat, ist super. Also ich habe es vorhin mal über so eine Manfrotto Autopole, die bei mir oben im Zimmer hängt, oben rangehangen. Das war vorher mit den Godox-Lampen gefühlt schwieriger. So kann ich halt das Netzteil ganz außen links ranhängen und das dünne Kabel führt nur hin, ohne dass ich ein fettes Kaltgerätekabel durch den ganzen Raum spinnen muss. Plus die Möglichkeit, dass ich verschiedene Farbtemperaturen nutzen kann. Und irgendwie das Auswirk wird sich in Zukunft zeigen. Und wenn sich's lohnt, wird dazu nochmal ein direktes Update kommen. Aber ich habe abgesehen, dass mir diese Plastikverarbeitung nicht so gut gefällt, echt ein gutes Gefühl bei der Lampe. Also wenn du auch Bock hast, mal zu sagen, was du so hast oder was du gerne benutzt oder ob du Erfahrungen mit Bicolor-Lampen hattest, weil, bin ehrlich, ich bin relativ frisch im Game, mache das Ganze erst seit knapp 1,5-2 Jahren und bin stetig am Lernen und das soll auch gar nicht heißen, dass ich hier irgendwie der mega krasse Typ bin oder sowas, habe ich auch gar keinen Bock drauf. Ich will einfach nur mich verbessern und coole Geschichten machen und wenn das dir vielleicht geholfen hat, weil ich habe in echt sind genauso im Vergleich zwischen den beiden Lampen nämlich gar nicht im Netz gefunden. Es geht aber im Endeffekt Aperture gegen Aperture 120D gegen die 200X oder 200D oder ähnliche Konsorten, aber so eine Art habe ich es nicht verglichen oder ich fand es auch sinnvoll, nicht nur irgendeine Wand anzustrahlen, sondern mal sowas, was man in Wirklichkeit benutzt, nämlich einfach mal eine weiße Fläche oder eine Wand als Bounce zu nehmen, um dann zu gucken, wie das Ganze reagiert. Und ich finde, das hat das Ganze ganz gut gemacht. So, jetzt zum Abschluss nochmal als kleiner Bonus. Das könnte theoretisch hier das Ende sein. Das heißt, wenn du keinen Bock mehr hast, weiter zu gucken, kannst du gerne jetzt ausschalten. Ansonsten kannst du gerne jetzt kurz dranbleiben. Jetzt werden wir nochmal kurz zeigen. Oder ich habe vorhin nochmal diesen kleinen Test gemacht, den ich schon mal ohne Kamera gemacht habe. Nämlich die Base ISO von 640 auf 12.800 zu nehmen. Was bei Sony in S-Log3 die zweite Base-ISO ist und zu gucken, wie das Licht darauf reagiert, wenn ich die gleiche Situation nachstelle, die wir gerade eben hatten. Also
mich interessiert, dann bleibt gerne dran und ansonsten bis später. By the way, dieser Kanal hier ist nicht so ein Tech-YouTuber, whatever, alles geil Kanal, sondern ich hau hier einfach Videos raus, auf die ich Bock hab oder irgendwelchen kleinen Kurzprojekte werden hier drauf kommen. Das heißt, wenn du Bock hast, das zu verfolgen, dann kannst du gerne auf Abonnieren klicken. Ansonsten, ja, bin ich froh, dass du es dir angeguckt hast. Aber hier hat der Kanal kein Konzept, sondern so einfach nur so ein bisschen das widerspiegeln, worauf ich Bock habe. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Also bis demnächst. Oh mein Gott, ich bin echt zu hell. Man wird ja mal sehen, wie viel mehr Output, was heißt Output, wenn ihr eine Sony A7 S3 oder FX3 habt, wie gut ihr arbeiten könnt, wenn ihr das Licht komplett alleine kontrollieren könnt. So. 10.000 und 12.000. So, dann gehen wir wieder hoch, bis wieder hier die Zebras halbwegs auf der Nase sind. Das war gerade von 1 auf 2%. Der Sprung ist krass. So, das heißt, ich kann jetzt bei 2% bei der Aperture schon abblenden. Auf F3.5. Geh jetzt mal auf. Das sind jetzt nur 10%. Und ich kann abblenden bis Blende 8. So, ich gehe jetzt mal auf 50%. Und wir sind bei Blende 18. Ich hole schon mal den ND-Filter raus. 75%. Wir hauen den ND-Filter drauf. Wir starten mit dem ND2. Sozusagen auf 100%, aber noch nicht ganz erreicht. Ja, vielleicht nehmen wir den DND-Filter vielleicht auch runter, das war vielleicht auch ein bisschen too much. Blende 22, weiter geht's nicht. Wir könnten jetzt nochmal die Belichtung ändern. Ein 60. Das nur, um den gewohnten ISO zu ändern. Vielleicht hat es euch ein bisschen geholfen, ich finde das ganz schön cool. Gerade wenn man schwächere Lichter hat, kann man die großen Lichter, die viel Power haben, sehr niedrig halten und dann die schwächeren Lichter, gerade wenn man so Farben setzen will mit so günstigen Lampen, kann man relativ easy Sachen ausleuchten.